Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich freue mich natürlich, dass so viele Saarländerinnen und Saarländer zu unserem Aschermittwoch gekommen sind. Insbesondere begrüße ich Gregor und Oskar Lafontaine. Wer aus der Börse ein Spielcasino macht, zerstört die Wirtschaft. So einfach ist es. Und Sie haben das betrieben. Hedgefonds haben einen Zweck. Die haben ja gar nicht viel Geld. Die leihen sich Geld, kaufen damit ein fast pleites Unternehmen auf. Dann entlassen sie die Leute und verkaufen das Unternehmen wieder teurer weiter. So machen die ihr Geld. Eine Bank gründet eine Zweckgesellschaft, weil die Bank der Bankenaufsicht untersteht und die Zweckgesellschaft nicht. Und dann macht die Zweckgesellschaft alle krummen Geschäfte. Nun darf sich zwar ein Gesetzgeber verarschen lassen, er muss es aber nicht. Die Banken geben sich gegenseitig keine Kredite, weil sie immer Angst haben, dass die andere Bank in Pleite geht. Deshalb haben wir gesagt, alle Großbanken verstaatlichen. Aber wir haben hinzugefügt, eine Reprivatisierung allerfrühestens, wenn alles Geld wieder zurückgeflossen ist. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind nicht dazu da, die Schulden dieser Herren zu bezahlen. So einfach ist das. Als mein Nachfolger spricht jetzt der frühere und künftige Ministerpräsident des Saarlandes, Oskar Lafontaine. Nun kann ich nahtlos an dem anschließen, was Gregor Gysi vorgetragen hat. Die Kernfrage der nächsten Zeit wird die sein, wer trägt die Folgen der Krise? Nicht, wie retten wir die Hypo Real Estate? Nicht, wie haben wir die IKB gerettet? Nicht, wie retten wir andere Banken? Sondern die Kernfrage wird die sein, wer bezahlt eigentlich die Zeche für die Milliardenschecks, die da ausgeteilt werden, jeden Tag, Tag für Tag. Und wir, die Linke, wir sagen, nur wenn die Linke stärker wird, haben wir eine Chance, dass die Zeche nicht den Arbeitnehmern, den Rentnerinnen und Rentnern und den Sozialbedürftigen aufgebürdet wird. Ich habe hier den Fall einer Kassiererin, die wegen 1,30 Euro gekündigt worden ist. 1,30 Euro. Und da laufen Ganoven rum, die haben die Bevölkerung Milliarden beklaut und sie gehen noch mit goldenen Fallschirmen nach Hause. Wo bleibt da das Rechtsempfinden? Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Fragt die ganze Bevölkerung dieser Republik. Nachdem die Rentnerinnen und Rentner in den letzten Jahren 8,5% Kaufkraft verloren haben, wäre doch jetzt eine Rentenerhöhung von mindestens 4% fällig, um die Rentnerinnen und Rentner endlich wieder in die Lage zu versetzen, auch so einzukaufen, wie sie es immer getan haben. Peter Müller hat sich beschwert, es gäbe hier eine Heulsusen-Mentalität. Und dann hat er gesagt, alle Regionen feiern ihren Wirtschaftsaufschwung, nur wir hier im Saarland nicht. Ja, wir haben hier Wirtschaftsaufschwung. Ja, steht hier. Habt ihr alle noch nicht gemerkt? Da geht ein Betrieb nach dem anderen pleite und der Müller, der will den Wirtschaftsaufschwung feiern. Der hat sie doch nicht mehr all. Wir haben nicht die Gefahr der Inflation, sondern die Gefahr des Preisverfalls, der Deflation. Löhne rauf, damit die Leute wieder Geld in der Tasche haben, damit sie kaufen können und damit wir den Nachfrageausfall zumindest teilweise stoppen. Die Zerstörung der Rentenformel heißt, wer 1.000 Euro jetzt pro Monat hat, hat nach der jetzt verabschiedeten Rentenformel 400 Euro Rentenanspruch später. Das ist für mich ein unglaublicher Skandal. Und die Linke darf nicht Ruhe geben, bis die Rentenformel wiederhergestellt ist. Führt doch die Bevölkerung nicht so brutal und so rücksichtslos in die Irre. Ich möchte aber am Schluss all denjenigen danken, die diesen Abend vorbereitet haben. Unsere Helferinnen und Helfer, auch diejenigen von öffentlichen Einrichtungen, Feuerwehr, Polizei und natürlich unserer Musikkapelle, die so schön den Steigermarsch gespielt hat. In diesem Sinne, Glück auf!
Also ich finde, dass also Oskar eine unwahrscheinlich tolle Rede gemacht hat heute Abend. Es kam super geil rüber. Das ist ein Wahnsinn. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen einen richtigen Auftakt jetzt. Und was Oskar schon gesagt hat, jetzt packen wir es und die Saar wird wieder rot. Na, ich glaube, dass er einfach mal die Wahrheit gesagt hat, auch was die gegenwärtige Krise angeht. Die trifft ja, ist ja nicht nur eine Frage der Banken, die trifft uns ja täglich. Das, was wir im Saarland erleben, sind die Auswirkungen dieser Krise. Die Leute verlieren Arbeitsplatz. Und deswegen war das eigentlich für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass hier auf die Ursachen hingewiesen worden ist und dass wir hier dringend eine Veränderung brauchen. Also ich bin jetzt voll motiviert, um wirklich richtig guten Wahlkampf zu machen, dass es wieder bei uns mehr Solidarität mehr gibt und auch mehr soziale Gerechtigkeit. Draußen haben bestimmt noch vor den Türen und vor den Fensterscheiben mindestens 200 Leute gestanden. Das zeigt, wie der Zuspruch hier im Saarland ist. Und das macht Hoffnung für dieses Jahr. Und ich denke, da werden wir mal deutlich zeigen, was die Linke hier im Saarland kann und schafft. Ich bin begeistert. Ich war Mitglied bei der SPD. Ich bin wegen Schröder ausgetreten, aber schon sehr früh, 2003. Ich war eingetreten wegen Oskar. Ich denke nur, die Stimmung ist so gut, dass wir die Wahlen in jedem Fall bei der Landtagswahl gewinnen und dass er Ministerpräsident wird. Also dafür werde ich meine ganze Kraft und alles in Bewegung setzen. Ja, das ist eine Aufbruchstimmung. Die Menschen wollen hier an der Saar eine Veränderung, aber auch in der Bundespolitik, weil sie immer mehr erkennen, dass die soziale Gerechtigkeit in den letzten Jahren unter den Schlitten gekommen ist. Die Zahlen sind eindeutig. Sinkende Löhne, sinkende Renten und sinkende soziale Leistungen. War für den Wahlkampfauftakt genau das Richtige. Beide haben die deftige Kost serviert, die wir jetzt brauchen, um zu motivieren. Und das ist beiden gelungen. Fantastisch. Einfach eine richtig gute Aufbruchstimmung. Gehört genau eigentlich zum Wahlkampf. Wenn man genau so ein Ergebnis erzielt, ist das natürlich toll. Das zeigt eben mal wieder, die Saarländerinnen und Saarländer, das ist ja die Mehrheit, sind begeisterungsfähig und gehen auch richtig mit. Ich habe mich aber auch gefreut, dass viele aus anderen Ländern da waren, selbst aus Niedersachsen. Und deshalb hat es mir leid getan, dass viele wieder gehen mussten. Wir haben nicht mit einem solchen Andrang gerechnet. Die Tatsache, dass so viele Menschen hierher gekommen sind, ist natürlich sehr erfreulich und zeigt, dass die Linke im Saarland im Aufwind ist. Und das heißt, dass die populistisch, wie die immer wieder sagen, ausgedrückt, die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Aber es ist leider bittere Tatsache. Man kann nur hoffen, dass die Bevölkerung endlich begreift, wenn sich was ändern soll, dann muss man die Linke wählen. Da gibt es keine andere Alternative. Es entsteht immer mehr Leidenschaft und ich kann das ganz gut entscheiden. Es gibt Wahlkämpfe, die lahm sind und es gibt solche, wo eine Leidenschaft entsteht. Und wenn eine Leidenschaft entsteht, dann gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur raus und wählen dich, zumindest zum großen Teil, sondern sie versuchen auch andere davon zu überzeugen. Und dann werden Wahlen auch erfolgreich. Und eins haben sie alle gemerkt, je stärker die Linke ist, desto friedenspolitischer und sozialer wird auch die Bundesregierung. Dass sie einfach süß sind. Und mein Vater hatte so einen schönen Spruch, der sagte immer, die Dreijährigen dürfen einem nicht ausgehen. Das stimmt auch.